Humpes der Talk, wie immer mit unserer Humpes-Band, Siggis Band. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, das Thema heute ist der Bodensee. Wir werden uns diesem Thema zu Wasser nähern und durch die Luft. Wir werden anfangen mit Renate Moser. Sie ist die Gründerin der Intersky-Fluglinie in Bregenz. Und wir werden dann weitermachen mit Eberhard Mack. Er ist der Organisator des Match Race in Langenargen. Aber wir fangen an mit Frau Moser und wir haben einen kleinen Film vorbereitet und den zeigen wir Ihnen jetzt. Man muss mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, um in die Luft gehen zu können. Das ist das Lebensmotto von Renate Moser. Im zarten Alter von 60 Jahren hat sie als erste Frau überhaupt eine Fluglinie gegründet. Das ist mittlerweile schon 10 Jahre her. Wenn es sein muss, packt die Powerfrau übrigens auch gerne selbst mal mit an. Geboren wurde Renate Moser am 2. April 1942 in Wien. Aufgewachsen ist sie aber in einem Vorort, ein echtes Landmädel also. Als Kind wollte sie entweder Clown oder Klosterschwester werden. Ihren Mann Rolf Seewald hat sie natürlich bei der Arbeit kennengelernt. Seit 1991 sind sie ein Paar. Gemeinsam haben sie 4 Kinder und auch schon ein paar Enkelkinder. Zu ihren Hobbys zählt Renate Moser Schwimmen, Skifahren und Schokolade. Viel Freizeit bleibt der Geschäftsfrau zwar nicht, aber das ist für sie in Ordnung, denn sie hat ihre Berufung gefunden. Und damit heißen wir sie jetzt herzlich willkommen bei Humpes der Talk, Intersky-Gründerin Renate Moser. Frau Moser, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich doch. Okay, wir auch. Unsere Kollegen waren vorhin in diesem Film etwas uncharmant und haben ziemlich offen Ihr Alter angesprochen. Ich muss das jetzt wieder ausbaden, aber ich will es mal positiv drehen, wie man das mit Sicherheit auch positiv drehen kann. Sie sind mit dem zarten Alter von 50 plus noch Chefin einer Fluggesellschaft geworden. Ist das ein Beispiel, was anderen Menschen Mut machen könnte, dass man auch im mittleren Alter durchaus noch neue Sachen anpacken kann? Das hoffe ich sehr. Das ist sicherlich im Unterbewusstsein auch immer mein Gedanke. Warum trauen sich die anderen nicht? Ich habe immer wieder meine Berufungen dadurch bekommen, weil es immer 2 Nummern zu groß war im Leben und dann musste ich die 2 Schulnummern mit Wissen, Charme, Herzlichkeit und auch mit sehr viel Arbeitskraft füllen. Und Sie haben auch noch was anderes geschafft. Ihnen ist es gelungen, Beruf, Karriere und Kinder zu vereinbaren. Ist das auch ein Beispiel, wo Sie sagen, also man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, das eine oder andere vielleicht zu lassen? Ja, was würden wir denn tun, wenn wir Frauen keine Kinder mehr kriegen? Ich meine, das wäre ja wirklich die Katastrophe. Das ist letztlich auch eine unserer Berufungen und zwar eigentlich unser wichtigster Beruf. Ein Beruf, für den wir nicht vorbereitet werden. Es gibt keine Hochschule für Kinderkriegen oder Kindererziehung. Und ich glaube, das Schönste ist, wenn man es schafft, beides zu machen, nur schafft man das nicht ohne eine liebevolle Omi oder jetzt irgendwo, gibt es ja schon sehr viele Hilfen. Allein schafft man es schwer. Kommen wir nochmal darauf zurück mit dem Fakt, mit dem Sie Geschichte geschrieben haben. Sie sind die erste Frau gewesen, die eine Luftfahrtsgesellschaft geführt hat. Wie sind Sie dazu gekommen? Mein Mann hat seine Rheinterflug, die glaube ich auch hier weit unbekannt ist, an Austrian Airlines verkauft. Und ich habe gleich gesagt, ich lasse mich nicht mitverkaufen. Ich war damals im zarten Alter von 57, habe gesagt, nix, ich lasse mich nicht verkaufen. Dann haben die gesagt von Dauer, wir brauchen eigentlich die 3 Turboprops nicht, die wir in der Flotte hatten. Sag ich, das mache aber dann ich. Weltweit 3 Turboprops verkaufen. Da bin ich sicher ein Jahr auf Kosten der Austrian Airlines unterwegs und verkaufe. Das erste Termin, den ich hatte, war am 6. September 2001. Ich bin zu British West Indies nach Trinidad, Tobago geflogen. Am 7. waren alle verkauft. Die haben alle 3 genommen. Ich war eigentlich fürchterlich enttäuscht. Ich habe gedacht, so, und das war's dann. Na gut. Und
am 8. bin ich zurückgeflogen via Zürich und am 9. war die Welt nicht mehr die gleiche. Mhm. Und am 9. nach 9/11 sind dann nur mehr zwei Maschinen verkauft worden und die dritte ist unserem Hof stehen geblieben. Und dann haben Sie gesagt, die müssen wir selber nutzen und auf eigene Rechnung, auf eigene Kappe. Ja, nicht ganz so wagemutig. Ich bin schon sehr wagemutig, das muss ich zugeben, aber ganz so wagemutig war ich dann doch nicht. Aber der Flughafen Bern hat gesagt, komm doch bitte, wir brauchen ein größeres Flugzeug. Es kann auch ein 50-Plätzer, ein größeres Flugzeug sein, denn die hatten die Do 328 mit 31 Plätzen. Das ist zu wenig, wir brauchen für Charterflüge viel größere Maschinen. 50% deiner Auslastung sind schon mit Charterflügen verkauft, ich schwör's, sagt der Flughafendirektor. Gut, wir haben besprochen und wir haben uns auch gleich dran gemacht, die Grundlagen zu schaffen und eine Airline zu gründen, ganz knapp nach 9/11. Und zwar war mein Gedanke dieser, wenn man so tief unten ist, wenn die Welle so tief hinuntergeschwappt hat, kann sie nur mehr leicht und hinaufgehen. Und wenn die Welle hinaufgeht, dann sollten wir längst schon dabei sein. Sind Sie denn, wissen Sie das, die einzige Frau geblieben, die eine Airline führt oder geführt hat? Kurz dazwischen hat mich von U7, also von U7, eine Russin gestört, muss ich sagen. Die hat meine Kreise gestört und war kurz die Chefin von U7. Das hat sich wieder erledigt. Welche Eigenschaften muss man denn mitbringen, um so eine Airline zu führen? Ich glaube, es sind die gleichen Eigenschaften, die man in jedem Management-Job mitbringen sollte. Ich habe natürlich die ganz große Chance gehabt, durch Reiterflug jahrzehntelang zu lernen. Aber dann ist es Beständigkeit, Beharrlichkeit, Fleiß und viel, viel, viel Liebe zu Menschen. Mhm. Einerseits hat man mit den Fluggästen zu tun, andererseits hat man mit Mitarbeitern zu tun und die alle geben nur ihr Bestes oder ihr Geld, wie die Fluggäste. Kann auch das Beste sein. Natürlich, wenn sie von uns das Beste bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Man muss Menschen lieben in der Dienstleistung. Mhm. Wir haben zwar gleich noch einen Werbeblock, aber trotzdem schon mal die Frage, was zeichnet denn InterSky aus? Die Persönlichkeit, die Herzlichkeit, das Fliegen in die große, weite Welt von der Haustüre weg. Nun haben Sie in den Jahren ja auch Höhen und Tiefen erlebt. Es hat auch wirtschaftliche Entwicklungen wieder gegeben, die wiederum dazu geführt haben, dass so eine Airline in Turbulenzen zumindest gekommen ist. Wie verkraftet man das? Ist man da irgendwie, hat man da ein Rezept, dass man sagt, okay, es wird auch immer wieder besser? Ich glaube, man darf nicht darauf warten, dass es besser wird. Von selbst wird es nie besser. Man muss es ganz fest selbst in die Hand nehmen und schauen, dass es wieder besser wird oder was tun, dass es wieder besser wird. Aber wenn es eine schwierige Situation gibt, so wie wir die vor einem Jahr hatten, dann gibt es nur eines, vorwärts und go. Und da denken Sie dann nicht mehr viel nach, wie schlecht könnte es denn gehen, sondern da gibt es nur ein Ziel, hinauf, in die Luft. Sie gehen jetzt hinauf in die Luft mit einem Partner, mit Herrn Wörl, der aus Nürnberg kommt und dort ein Textilkaufhaus, glaube ich, hat, aber auch andere Fluggesellschaften schon vorher hatte. LTU hat er gekauft und dann an Air Berlin wieder weiterverkauft. Sie sind aber die Konstante, hat in der Schwäbischen Zeitung gestanden. Sie sind diejenige, die in Bregenz sich um die Abläufe und ums Geschäft kümmert. Ist das richtig? Nicht so ganz. Inzwischen habe ich zum Glück Peter Onken, der sich auch an InterSky beteiligt hat, und zwar privat mit seiner Pion GmbH als Geschäftsführer. Und ich sage Ihnen, das Leben war noch nie so schön. Man kann Sorgen und Freuden teilen und wir haben ein großartiges Verhältnis. Und es ist wirklich, da geht es um viel mehr als nur um die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit und die Liquidität zu haben. Da geht es einfach um das Glück, mit so jemandem arbeiten zu können. Mhm. Viele Menschen haben Flugangst. Haben Sie sowas mal jemals erlebt oder kennen Sie dieses Gefühl? Ich selbst kenne es zum Glück nicht, aber ich habe es natürlich erlebt in vielen Formen, bis zum
Schwierigen, dass Menschen wirklich Tränen in den Augen haben und sagen, ich muss jetzt hier fliegen, aber eigentlich will ich nicht und so weiter. Ich glaube, dem muss man mit sehr viel Verständnis begegnen. Und da nützt kein doppelter Whisky und da nützt nichts anderes außer das Gespräch und das Erklären, vor allem das Erklären der Geräusche. Wovor haben Sie denn Angst? Es sind lauter unbekannte Geräusche. Und wenn man sagt, schau, das ist jetzt das Einfahren des Fahrwerks. Aha. Sag ich, das ist ganz normal. Und einfach drüber reden und so kann man sehr viel mit Flugangstpassagieren erreichen. Im Einspieler wurde vorhin gesagt, dass Sie Klosterschwester werden wollten. Können Sie uns die Hintergründe erzählen? Da hat man aber etwas ausgelassen. Ich habe als Kind immer zwei Berufswünsche gehabt. Entweder Clown oder Klosterschwester. Also dann habe ich zufällig Sister Acts gesehen. Na, da kann ich mir schon wieder vorstellen, Klosterschwester zu werden. Oder, aber ich glaube, die Chance habe ich vertan. Mein Berufswunsch ist und bleibt die Luftfahrt. Wir belassen es dabei. Und zu Ihren Hobbys wurde gesagt, Schwimmen und Skifahren, aber auch Schokolade. Naja, vor oder allem, Leidenschaften, sagen wir mal so. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, die große Leidenschaft ist Couch-Potato. Neben meinem Mann natürlich, den ich mit großer Leidenschaft liebe, ist Couch-Potato zu sein und wirklich gemütlich zu sitzen und fernzusehen. Sie werden das gerne hören. Okay, kann ich nur unterstützen. Meine Damen und Herren, Renate Moser, wir sind gleich wieder für Sie da und dann wird Eberhard Mack auf den dritten Stuhl hier noch zu uns kommen. Bis gleich.